Ihr Kinderlein kommet, aber nicht zur Krippe, sondern in Friesachers Heustadel, zum wohl spektakulärsten Krampuskränzchen im Bundesland Salzburg. Und auch in diesem Jahr lehren sie uns wieder das Fürchten. Aber auch das will gut vorbereitet sein. Ganze 5 Monate dauert es, bis die Gruselshow der Anifa Krampusse perfekt ist. Also mit der Choreografie, mit der Show, für die Show beginnen wir immer Ende August. Sind wir dann ungefähr Mitte September fertig. Ende September, und mit der Musik geht es dann im Oktober los. Und die ganzen Pyro-Effekte sind wir dann Ende November unterwegs. Und die Proben ist immer 3-4 Tage vor der ersten Show. Nach nur wenigen Stunden war das Anifa Krampuskränzchen restlos ausverkauft. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir das zusammengebracht haben, dass es ein bisschen so einen Kultcharakter gekriegt hat. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir innerhalb von 1,5-2 Stunden alle 2000 Karten verkauft haben. Und das macht uns natürlich auch ein bisschen stolz. Wer hier aber auf den lieben Nikolaus wartet, ist wohl am falschen Platz. Denn hier geht es um das Kräftemessen zwischen Gott und Teufel. Und der wird sie alle holen. Ich tue nur meine Pflicht. Du kennst ja die Aufteilung. Du nimmst die Guten weg. Und ich kümmere mich um den Rest. Komm, ich zeige es dir. Wie heißt so schön, die braven Mädchen kommen in den Himmel und die Bösen überall hin. Das hat sich diese untreue Braut aber wohl auch anders vorgestellt. Den sorglosen Griechen kann der Euro-Rettungsschirm nicht vor dem Höllenschlund bewahren. Aber wer glaubt, den Krampussen ginge es darum, Angst und Schrecken zu verbreiten, der irrt sich angeblich gewaltig. Denn ein Krampus ist halt auch nur ein Mann unter einer Maske. Krampus war immer ein Schaubrauch. Ist auch absolut mit der Volkskultur abgestimmt. Schaubrauch heißt, dass sich junge Männer, also nicht wir, sondern die, die jetzt laufen, präsentieren vor den Mädels. Das hat er damit zu tun. Natürlich ist das Macho-Gehabe pur. Daher hat es immer auch mit Mädels zu tun. Aber mal ehrlich, mit den hässlichen Masken Mädels aufreißen? Ja, die kommen ja irgendwann rüber. Na dann hoffen wir, dass für jeden Krampus dann doch noch ein rettender Engel dabei war.